Die Kämpfe des Christophorus lasst sie uns ehren, durch welche uns erquillt die unversiegbare Gnade des Lebensspenders Christus. Denn kraftvoll hat er zurückgeschlagen die Feinde und Vollmacht erlangt über die Leidenschaften wie über Dämonen und Schmerzen. So, liebe Schwestern und Brüder, betet die östliche Christenheit am Tag des heiligen Christophorus. Es ist deshalb erwähnenswert, weil wir wissen, dass vielleicht Christophorus nach der letzten Liturgiereform unter die Räder kam. Die römische Kommission hat ihn einfach aus dem Kalender entfernt. Wir finden ihn zwar auch in unserer säkularisierten Gesellschaft noch in jedem Auto, fast, als letzten Restbestand von verdunstender Religion, aber wenn römische Kommissionen arbeiten, dann arbeiten sie gründlich. Man ist einem, wie man das nennt, positivistischen Geschichtsverständnis erlegen. Man hat es begründet, es gibt einfach eine Kirche aus dem 4. Jahrhundert, die nach Christophorus benannt ist, aber das ist kein Beleg, dass er gelebt hat. Und das Älteste, worauf man zurückgriff, war die mittelalterliche Legenda Aurea. So kennen wir Christophorus als den etwas riesigen Verunstalteten, der das Kind Christus durch die Fluten trägt. Aber leider hat man vergessen, obwohl man sonst Ökumene so groß schreibt, bei der östlichen Christenheit einmal nachzufragen. Diese uralten Gebete, die seit dem 5. Jahrhundert gesprochen werden, die noch davon zeugen, dass dieser Christophorus, der Hundsköpfige, wie er dort genannt wird, möglicherweise ein Übersetzungsfehler, aber das macht nichts, so wird das heute auf den Ikonen dargestellt, ein Riese mit einem Hundskopf, vor dem sogar Kaiser Decius, bekannt für eine der schlimmsten Christenverfolgungen im 3. Jahrhundert, Angst hatte. Als ich ihn das erste Mal sah, so sagt es die Legende, ist er in Ohnmacht gefallen. Sowas wollte er dann nicht so gerne sehen. Und er hatte Angst vor ihm. Und diese Legende berichtet von den unzähligen Martyrien, die Christophorus auszuhalten hatte. Zuerst hat man das, wie das natürlich schnell geht, das verstehen wir bis heute, ihm zwei Dirnen untergejubelt, die ihm das Leben versüßen sollten, aber ihn vom Glauben wegführen sollten. Fehlanzeige natürlich. Und dann haben sich die Qualen, die er durchzustehen hatte, gesteigert und viele haben mit ihm gelitten. Wir sehen daran, an diesem Beispiel des uns so vertrauten Heiligen, dass die Kraft der Heiligen stärker ist als die Beschlüsse von Kommissionen, gar von Synoden, manchmal sogar von Konzilen. Und sie erweist sich, indem wir sie anrufen, denn sie sind unsere Schwestern und Brüder. Es ist die Brücke direkt ins Tagesevangelium hinein. Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Und genau so sollen wir die Heiligen verstehen und mit ihnen leben.